Ich bin für die Wahl zwischen Religionsunterricht und Ethikunterricht, weil Wahlmöglichkeiten zur Freiheit eines Menschen notwendig dazugehören. Religion ist nicht nur die Information über etwas, sondern Religion bedeutet die Frage, wovon ich selber überzeugt bin, was mir wichtig ist. Als Bischof für Ökumene und Auslandsarbeit erlebe ich in vielfältigen Begegnungen auch mit Menschen anderer Religion, welche Bedeutung es hat, dass man nicht nur über etwas Bescheid weiß, sondern wenn man sagen kann, wofür man selber steht, was einem selber wichtig ist, worin man selber sehr gebunden ist. Im Dialog mit anderen Religionen sind die Menschen dieser Religionen oft sehr verwundert, dass wir gar nicht sagen können, wo und wer wir selber sind. Und deswegen glaube ich, dass es zu einer Gesellschaft dazugehört, dass Menschen auch in der Schule von dem hören, wovon Menschen in ihrem Tiefsten überzeugt sind. Und dass wir in der Bildung dazu beitragen, dass Menschen das ausdrücken können, wovon sie selber sehr und tief überzeugt sind. Weil davon lebt die Gesellschaft, nicht von der Beliebigkeit, nicht von der gleichen Distanz zu allem, sondern von der Prägung des Glaubens, der religiösen Überzeugung, aus der man dann tolerant zur Gesellschaft und zum Leben in dieser Gesellschaft beiträgt. Darum finde ich es wichtig, dass der Staat diese Möglichkeit, über den Glauben und die Religion in der Schule unterrichtet zu werden, nicht verschließt, sondern offen hält.